An der Hamburger Uni versucht der zurückgekehrte Bernd Lucke nach wie vor seine Vorlesungen abzuhalten mit mäßigem Erfolg. Einlasskontrollen, Polizeischutz, es ist die wohl umstrittenste Vorlesung an der Uni Hamburg. Makroökonomie mit Bernd Lucke, dem Mitbegründer der AfD, inzwischen ausgetreten. Ja, und da muss man sich schon fragen, ob die linken Studierenden, die Lucke niederbrüllen und als Nazi beschimpfen, sich selbst und ihrer Sache irgendeinen Gefallen tun. Ich meine, Lucke erfährt ja durch diesen Skandal eine unglaubliche Aufmerksamkeit. Und der war vorher politisch weg vom Fenster. Lucke musste, das muss man sich nochmal klar machen, der musste auf der Straße Unterschriften sammeln, damit seine neue Partei Alpha auf dem Wahlzettel stehen durfte. Dann hat die Partei auch noch einen Namensrechtsstreit verloren. Lucke war erledigt. Jetzt wird er wieder in Talkshows eingeladen und es wird täglich über ihn berichtet. Das nennt man, glaube ich, neudeutsch Lookism. Eine Protestform, bei der man eine öffentliche Person unnötig aufwertet, indem man sie am Reden hindert. Also ich würde sagen, Lucke ist jetzt eher kein Nazi. Gut, er ist in den großen braunen Haufen getreten und gerade als er dann selber gemerkt hat, wie sehr es stinkt, waren die Schlösser in der AfD-Parteizentrale schon ausgetauscht und er stand im Regen. Sowas kommt ja vor, hat man öfter schon mal erlebt. Die Gründer der NSDAP hätten sich wahrscheinlich auch nie gedacht, dass mal ein Vegetarier die Führung übernimmt. Das waren stramme Wurstesser. Und ihr Fehler war, sie haben mit der Salatbeilage geliebäugelt und dann hat die Wurst den Kürzeren gezogen. Was ich damit sagen will, weiß ich auch nicht. Es war so ein Vergleich. Und ich habe jetzt Hunger. Egal. Selten ist jemand auf einer öffentlichen Bühne so angefeindet worden. Vielleicht Luke Mockridge, ja, im ZDF-Fernsehgarten. Also, ja, Lucke Mockridge. Ich frage mich nur, wovor haben die Protestierenden denn Angst? Dass Lucke seine Zuhörer da radikalisiert im Hörsaal mit Makroökonomik 2? Da ist die Gefahr von Sekundenschlaf aber zehnmal so hoch wie irgendeine Gefahr durch Radikalisierung. Und ich finde es auch lustig, muss ich sagen, dass jemand wie Bernd Lucke Makroökonomie unterrichtet. Lucke war ja für die Abschaffung des Euro. Dafür hat er gekämpft, die Abschaffung des Euro. Was wirtschaftlich jetzt für Deutschland als Exportnation gelinde gesagt fatal gewesen wäre, den Euro abzuschaffen. Das ist so, als würde ein Medizinprofessor fordern, zum Frühstück mehr Zyankali zu essen. Aber Wissenschaft heißt ja, dass jemand eine These aufstellt und jemand anders eine Gegenthese. Und dann müssen wissenschaftliche Thesen eben mit wissenschaftlichen Methoden verifiziert oder falsifiziert werden. Es gibt ja ganz andere Wissenschaftler, es gibt ganz andere Thesen. Nehmen Sie jetzt mal nicht Professor Dr. Lucke, nehmen Sie Professor Dr. Best. Wie absurd war das denn bitte? Der hat jahrelang mit einer Zahnbürste im deutschen Fernsehen Tomaten geputzt. Absurd. Ja, bis dann irgendwann ausreichend wissenschaftlich bewiesen war, dass man sein Gemüse besser nicht mit der Zahnbürste putzt. Aber was soll denn das? Dürfen Wissenschaftlerinnen oder Akademiker grundsätzlich nur links sein? Was soll denn das? Unterbricht dann der AStA demnächst auch laufende Operationen im Hamburger Universitätsklinikum? Halt, der Chirurg sympathisiert mit der AfD, der muss raus. Hier, eine Kollegin übernimmt jetzt, die operiert jetzt weiter am Knie. Sie ist zwar Urologin, aber links. Ja? Was ist denn das doch für ein Demokratieverständnis? Tobias Döll hat mal versucht, sich in die Lucke-Gegner reinzufühlen. Hier an der Uni Hamburg ist für uns vom Arbeitskreis Randalieren geht über Studieren die Meinungsfreiheit das Allerwichtigste. Also wenn unsere Meinung frei ist, ist ja klar. Kann ja schließlich nicht jeder Hans, Franz oder meinetwegen auch Bernd Lucke daherkommen. Da vertreten wir einen klaren Standpunkt. Also ich meine, wir treten da im Stand auf einen klaren Punkt. Nur weil es eine Redefreiheit gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass hier jeder frei reden darf. Und wir finden, alle Macht geht vom Volke aus. Gut, wir sind im Arbeitskreis auf die Idee gekommen, dass bei uns alle Macht vom Volke ausgeht. Und vom Volke geht ganz schön viel Macht aus. Voll klasse Volke. Wie wir von früher wissen, muss man, um ein politisches Zeichen zu setzen, auch einfach mal was zerschlagen. Kennt man ja. Oder halt zuschlagen. Also hier den Laptop, meine ich. Wir sagen immer Bildschirm zu und Regenschirm auf, falls es mal regnet. Ne? Aber wie bitteschön sollen wir unseren offenen politischen Diskurs weiterführen, wenn hier die Türen nicht offen sind? Hä? Ist ja wohl eindeutig Freiheitsberaubung. Wie sollen wir denn jemanden rausschmeißen, wenn wir hier nicht mal rein dürfen? Die reinste Unterdrückung. Gut, dann müssen wir unsere Meinung eben durchdrücken. Dann heißt freie Lehre halt, dass der Hörsaal leer ist und alle frei haben. So. Und nächste Woche kümmern wir uns um die Freiheit der Lehre an der TU München.
Also im übertragenen Sinne meine ich.